Hi Leute, willkommen zurück zu Sekiro. Wir machen heute den Boss, die verdorbene Nonne. Der hat mich ja schon zu Weißglut getrieben hier. Einige Male, könnt ihr euch gerne im Kanal anschauen, das Video. Und ja, heute haben wir mal eine gewisse Taktik drauf, die ihn vielleicht besiegen könnte. Und die zeige ich euch jetzt, wie relativ einfach gehen müsste. Und zwar habe ich dazu jetzt erstmal hier am Anfang die sterbliche Klinge ausgerüstet. Die könnt ihr dann jetzt gleich schon mal benutzen. Nämlich wenn er hier runterkommt, könnt ihr schon mal zwei Schläge platzieren. Und dann haltet ihr ein bisschen Abstand. Kennt ihr mittlerweile vielleicht die Schläge, wenn ihr den schon öfters gemacht habt. Immer rausgehen einfach und dann wieder reingehen. Schlag platzieren. Manchmal könnt ihr auch zwei Schläge platzieren. Es kommt immer auf den Move an, den der gerade macht. Und ja, einfach ein bisschen auf Abstand bleiben hier in der ersten Instanz. So, bisschen die Schläge auswendig lernen, die ihr macht, damit ihr wisst, wann ihr reingehen könnt. Jetzt zum Beispiel. Ja, bisschen zu spät gewesen. Ja, jetzt kann man auch reingehen, wenn er nicht so sliden würde. Manchmal macht er bei mir natürlich diesen Slider. Oh, jetzt hat er den Drachenschlag nicht gemacht. Na komm. Wieder rein, einen Schlag platzieren, wieder weg, immer genug Abstand halten. So, komm schon, Schlag rein, aus. Ja, war ich ein bisschen zu langsam. Wieder so geslidet. Mal platzieren. Könnt eigentlich nach jeder Attacke, die ihr fertig ausgeführt habt, könnt ihr so einen Schlag platzieren. Dann wieder rausgehen, wieder reingehen. Und wieder hingehen, einen Schlag platzieren. Und jetzt drei Schläge macht er jetzt. Ah, bin ich zu weit weg. Ja. Kann man ruhig mal zwei Schläge platzieren. Das funktioniert meistens. In dem Fall hat es jetzt nicht geklappt. So. Ich persönlich nehme die Klinge, weil einfach die saumäßig viel auch an der Guard abzockt, auch wenn er den blockt und quasi auch noch durch die Guard durchgeht und Lebensenergie weghaut. Deswegen ist das hier eigentlich nur eine Frage der Zeit bzw. der Geschicklichkeit. Wenn ihr drauf achtet, kann man nochmal zwei Schläge platzieren. Ja. Normalerweise war ich anscheinend wieder ein bisschen zu langsam. So. Jetzt macht er zwei Schläge bei dem roten. Macht er eigentlich immer zwei. Kann man dann auch zwei platzieren. Okay, und jetzt haben wir gleich schon die erste Instanz fertig. Ja, war ich ein bisschen weit weg. Noch ein Dreierschlag macht er jetzt. So, hin. Kann man auch nochmal zwei platzieren. Und jetzt brauche ich noch drei Schläge ungefähr. Dann müsste er schon weg sein. Ganz wichtig ist, dass ihr jetzt bei der zweiten Instanz, die direkt überspringt, quasi ihn schon Finish im Ansetzt. Boah, hat er mich nochmal erwischt, weil ich wieder zu gierig war. Und das zeige ich euch gleich, wie das geht. Das ist relativ easy eigentlich. Kriegt man gut hin und dann kann man das quasi überspringen. So, jetzt machen wir ihn hier erstmal platt, gibt wieder ein bisschen Energie dazu. Und jetzt ganz wichtig, dass sie hier auf den Baum sofort geht und hier auf den hohen Baum hier oben euch aufhaltet. Jetzt geht er nämlich in die Mitte, anvisieren, runterhüpfen und den zweiten kann man dann schon so direkt wegnehmen. Jetzt kommt die schwierigste und dritte Instanz. Das ist nämlich der hier jetzt am Anfang am besten nicht angreifen. Jetzt macht er nämlich meistens seinen Dreher. 1, 2, 3, 4, 5 mal macht er den. Und jetzt einmal rein, wieder raus. Taktik bleibt quasi die gleiche. Guckt ein bisschen die Attacken von ihm an, was er da so macht. Ja, das war ein bisschen langsam jetzt. Boah, bei der roten Attacke ist er wirklich
da hat er so eine krasse Range, weil er da noch so angestylet kommt. Müsst ihr richtig aufpassen. Ja, hier könnt ihr auf jeden Fall hin, wenn er nicht gerade slidet. Dreierschlag. Rein. Könnt ihr nochmal rein. Ja. Theoretisch hätte man nochmal schlagen können. Braucht man jetzt aber in dem Sinne erstmal nicht. So. Ah, dann ist er wieder so geslidet. 1, 2, 3, 4, 5 und rein. Raus wieder direkt. Und da könnt ihr auch wieder rein. Ah, jetzt besten wieder direkt weg, genau. Ja, wenn ihr ein bisschen Zeit braucht, könnt ihr euch hier hinten kurz verstecken. Den Energie holen, dann geht er nämlich außen rum, könnt dann wieder hier drüber springen. Habt ihr ein bisschen Zeit, um euch aufzuladen, quasi. Ja, oh, das war jetzt natürlich bitter. Ich gehe jetzt auch wieder hier hinten hin. Hat mich hier in Ruhe auf. So, wenn er kommt, wechsle ich wieder die Seiten. Zack, eigentlich ganz easy, da habt ihr wirklich genug Zeit und Platz. Und dann braucht ihr eigentlich nur noch Geduld bei den Schlägen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zählt da ruhig mit. Könnt ihr ruhig machen. Das nimmt euch keiner übel. Boah. Bisschen weg, ja. Na, okay. Ich dachte eigentlich normal. Macht er dann seinen Dreierschlag. Hat diese blöde Grätsche, ey. Wenn er die jetzt immer wieder macht, stelle ich die bald mal aus. Okay, ein bisschen Geduld haben. Ja, das ist halt schon knapp. Knappe Geschichte. Boah. Bin ich wieder voll erwischt. Falsch gezählt. Was ihr auch nutzen könnt, ist die Knallkörper, also die Explosionsdinger, die ihr in eurem Arm habt. Dagegen ist auch relativ anfällig. Boah. Ja, das war schon ziemlich knapp. Boah, wieder falsches Timing. Jetzt hat er eigentlich auch nicht mehr viel. Oh, noch zwei Schläge, zwei, drei Schläge. Puh. Mal gucken, ob wir das noch hier überleben. Okay, ein bisschen Energie haben wir noch. Zur Not kann man sich hier auch mal so ein Kügelchen gönnen. Einfach hier hinten dann stehen bleiben. Geht da wieder hier rum, könnt ihr wieder entkommen, den auch euch aus dem Kügelchen geben. So, noch ein, zwei Schläge. Gibt mir jetzt hier nochmal zur Sicherheit so ein Kügelchen. Besser ist das. So, hier einfach wieder warten, bis er hier rüberkommt, dann wieder rübergehen. Ein Schlag brauchen wir noch, aber um sicher zu gehen, gehen wir wieder hier in die Ecke und nehmen wir mal das letzte Kügelchen. Warten wieder, bis er kommt. Gehen wir wieder hier rüber. So, dann haben wir genug Zeit, um uns hier wieder aufzuladen. Und jetzt müssen wir noch einen Schlag platzieren. Komm schon. 2, 3, 4, 5. Und das soll es jetzt auch gewesen sein. Wenn das mal macht. Ja, macht er, zack. Und weg ist er. Nochmal drücken auf jeden Fall. So. Und dann haben wir ihn komplett durchsiebt. Trophäe, verdorbene Nonne gibt es jetzt hier auch. Und Sterblichkeit aufgehoben.
eine Erinnerung an den Kampf und jetzt hier noch nur so eine Tafel bekommen. Übersichtstafel des Drachen. 8000 Points gab's. Ja, das war die verdorbene Nonne. Jetzt könnt ihr auf jeden Fall extra nochmal dann hier dran gehen, eure Angriffskraft verbessern für die Erinnerung der Nonne. Könnt ihr das machen und dann seid ihr noch ein bisschen stärker. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Vergesst natürlich nicht, hier zu speichern bzw. eure Kürbiskernflaschen wieder auszufüllen. Einmal rasten und dann sind die wieder da. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo hinterlässt oder mal auf die Glocke klickt. Ansonsten hinterlasst auch gerne einen Kommentar und dann sehen wir uns vielleicht in der nächsten Folge. Schaut gerne mal am Kanal vorbei, da gibt es noch viele Tipps und Tricks zu anderen Souls-like-Games, aber auch zu Sekiro. Schaut euch das gerne mal an. Alles klar, Freunde. Macht's gut. Bis dann. Tschüssi.